Wenn du wissen willst, wie es in der Papiermühlenstraße zu Ende geht mit der Modernisierung, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute die Papiermühlenstraße an, weil wir sind nämlich fast fertig damit. Und wir treffen uns jetzt gleich mit dem Handwerker. Und ich habe schon Fotos gesehen. Das Badezimmer ist eigentlich fertig. Letztes Mal war die Küche schon... Nee, war eigentlich schon fertig. Da haben nur noch die Fugen gefehlt. Und Parkett müsste jetzt auch eigentlich schon fast liegen. Deswegen bin ich mal gespannt. Also viel fehlt nicht mehr. Dann können wir direkt in die Vermietung gehen. Also, mal gucken. So, wir sind tatsächlich noch nicht beim Fußboden. Fußboden ist krass, hier liegt sogar noch Laminat. Ich habe hier mal einmal Fußboden schon aus der Packung genommen eben, weil wir haben uns gewundert, warum hier kurze Stücken drin sind. In der Packung sind lange und kurze Stücken. Das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht warum, keine Ahnung. Egal, ich will jetzt auch kein Parkettleger. Ich habe auch gesehen, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist schon abgelaufen. 20.12.18. Nee, Spaß. So, wir gehen mal einmal hier ins Wohnzimmer. Nee, das ist... Schlafzimmer. Genau, jetzt mal einmal zum... Wir haben die Landhausdiele genommen. Das, was ich letztes Mal schon gesagt hatte, das ist mega geil. Das ist auch normalerweise relativ teuer. Ich glaube, die kostet sonst, was hatte ich gesagt, 58 Euro netto. Kostet jetzt ein 30er brutto, 31. Genau, hier haben wir Trittschalldämmung nicht hier noch. Die haben wir schon mal aufgemacht. Die haben wir jetzt auch das erste Mal genommen. Wir haben sonst immer andere gehabt. Die ist auch recht dünn. Macht aber einen guten Eindruck. Bin jetzt auch nicht, aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung grundsätzlich von sowas. So. Dann. Genau. Parkettlicht hier. Türen sind schon weiß. Ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Mal schon gezeigt? Ja, die waren aber noch nicht ganz. Die waren nur einmal gestrichen. Das sieht schon sehr gut aus. Die gehen da jetzt noch einmal rüber. Und dann bin ich gespannt, was hier passiert, wenn die das Band abziehen. Also hier das Abklebeband. Weil. Normalerweise nicht so gut. Bei Lack nicht so gut, nein. Ja, ist auch eigentlich nicht so gut, wenn es zu lange auf der Tapete ist. Tapete, also naja. Das Tapete. Das Tapete? Fließtapete. Fließ, ja gut, Fließ ist nicht das Problem, aber die Farbe halt. Ne? Ja. Dann haben wir eben besprochen, der Handwerker war nämlich eben hier, was wir mit den Türgriffen machen. Die werden abgeschliffen, also soweit es geht abgeschliffen, erstmal abgebaut. Jetzt ist immer die Frage, wie kriegen wir das hin, weil das hier, naja so, mal gucken. Wäre natürlich geil, wenn man sogar noch so, wenn man so sauber kriegt, dass die Patina erhalten bleibt und das dann versiegelt. Genau, dass es blank ist. Das hätte ich gerne. Aber gut, müssen wir gucken, ob wir es schaffen. So, in der Küche liegt hier der Fußboden schon drin, wie gesagt, die Fliese schon drin. Hier wurde nicht auf Drittel gelegt. Ich habe ihn nochmal gefragt. Er hat gesagt, die machen das immer so, weil das dann akkurater aussieht und bei Dritteln kann man auch eher fuschen, da kann man das mal eben hinhauen, da sieht man nicht, wenn da ein halber Millimeter oder ein halber Zentimeter Unterschied ist. Hier sieht man sofort. Am Ende des Tages Geschmackssache, wie man es fließt. Ich finde jetzt beides, ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich wurscht. Genau, die Rundung war letztes Mal schon weg. Da kommt noch eine kleine Klappe rein für die Wasseruhr. Ansonsten sind wir hier schon relativ weit. Dann Wohnzimmer, genau wie Schlafzimmer, ist noch nicht fertig. Fußleisten liegen hier schon. Hier haben wir diesmal 60er Fußleisten. Abgerundet. Finde ich aber super. Ich finde immer weiße Fußleisten auf Parkett, das macht es immer noch mal ein bisschen hochwertiger. Also optisch zumindest. Als wenn man holzfarbene Fußleisten nimmt, das finde ich mir nicht so geil. Wie siehst du das? Ja, ich meine, Bernhard Göring sieht das ja auch gut aus, ne? Bernhard Göring? Ja, genau. So, dann haben wir das Badezimmer noch. Hier ist ein bisschen mehr passiert schon. So, hier folgendes. Waschmaschine kommt hier hin. Die war ja bis jetzt immer in der Küche. Den Kasten konnten wir nicht wegnehmen, weil die Rohre in der Höhe ungefähr hier lang laufen. Das ist dann problematisch. Also die Heizungsrohre, das ist dann problematisch. Oder die Wasserrohre hier wahrscheinlich zum Waschbecken. Das wäre problematisch gewesen. Dann wird hier der Zwischenraum zugemacht. Weil das braucht ja kein Mensch. Dann war hier jetzt die Schwierigkeit dadurch, dass wir draufgefliest, also keine Schwierigkeit, aber wir haben ja hier draufgefliest. Und
Da muss ich mal rangehen. Hinrichs, hallo. So, geklärt. Jetzt weiß ich, warum da ein halbes Stück drin ist. Finde ich übelst geil. Das war übelst laut, ne? Ja, aber ich hör's ja, jetzt hast du, bist ja direkt am Mikrofon. Das finde ich, das ist ja geil. Oh, das finde ich super, ey. Das ist schwedisches Parkett. Und die Schweden versuchen, so viel wie möglich von dem Holz zu nutzen, was ich sehr, sehr geil finde. Und bevor die das dann wegschmeißen, weil es halt irgendwie das Endstück oder was auch immer ist, machen die nochmal ein Brett in der Länge. Das ist übelst geil, weil ich sag mal, am Ende des Tages, so ein Ding schneidest du eh irgendwann früher oder später zu, wenn du Parkett verlegst. Ja, sicher. Das ist ja geil. Das ist geil. Das gefällt mir. Gut. Und sie hat gesagt, das machen nur die Schweden. Genau, das machen nur die Schweden. Genau, wir haben ja hier drauf gefliest. Haben wir drauf gefliest? Ja. Ja. Ja, genau, hier ist der Fliesen, genau. Und die Fliese. Auch noch. Ach ja, genau. Und die Fliese ging nur bis hier. Also bis hier. Und da war jetzt die Idee, entweder eine halbe Fliese quasi drauf zu knallen. Aber das sieht natürlich wieder richtig bescheuert aus. Oh, das sieht aber auch bescheuert aus, was die da hingefliest haben. Was denn? Das hat aber nicht geil gemacht. Die Ecke? Ja. Guck mal, die oberste Fliese, wie sieht denn das aus? Siehst du das? Ja, das ist ein bisschen versetzt. Ja. Genau, deswegen haben wir jetzt nochmal eine ganze Fliesenreihe drauf geknallt. Ja, hier sind noch ein bisschen Restarbeiten fliesentechnisch. Also hier, das Ding muss nochmal verkleidet werden. Das ist, glaube ich, nochmal eine richtige Schweinearbeit. Die Fliesen, zuzuschneiden im Winkel. Das geht eigentlich. Aber bleibt das hier auch so? Okay. Hast du da so eine dicke Fuge? Ja, wird er schon machen. So. Werden wir sehen am Ende. Genau, deswegen ist das ja eigentlich relativ weit. Also Parkett, was hat er gesagt, da einen Tag, ne? Parkett legen? Oder zwei Tage? Also ich schätze mal, dass diese Woche, nächste Woche dann final sind. Und dann gehen wir noch einmal rein und dann ist das Ding auch abgeschlossen. Dann müssen wir nur noch vermieten. Also nur noch vermieten hört sich gut an, hört sich einfach an. Ja, mehr ist eigentlich erstmal nicht. Okay, dann sind wir hier erstmal durch, Papiermühlstraße. Wir gucken uns das an, schätze ich mal, wenn das dann komplett fertig ist. Und kurze Begehung und dann ja, kurze Begehung. Kalkulation. Da kommt die Kalkulation, ja. Jo, guti. Dann bleibt gespannt, wie es fertig aussieht. Ich glaube, das wird richtig geil. Wir können mal einmal, das muss ich sagen, wir haben das eben schon mal aus Spaß gemacht. Das fand ich super. Das sieht mega geil aus. Auch wenn wir hier leider vom Niveau nicht ganz hinkommen. Das finde ich schon geil, ne? Also das wird nicht so gelegt, das wird quer gelegt, schon klar. Das finde ich super, Kontrast. Kontrast. Super geil. Ja, so wird das werden. Also, seid gespannt, wie es fertig aussieht. Bis bald.